Hallo und herzlich willkommen hier bei Nur Wolle. Es gibt auch schon Teil 2. Ich habe auch gleich noch ganz viele super schöne KBs von Scully, die er mir übrigens auf über Discord geschickt hat. Ich wollte gerade Skype sagen, aber über Discord auf jeden Fall geschickt hat. Die gucken uns jetzt auch schon. Es gibt auch schon Teil 2. Wir werden übrigens angegriffen von einem russischen Spieler, der mit einem Übersetzer arbeitet, aber nicht von den Black Moon. Ich habe keine Ahnung, was mit denen los ist. Sie werden die ganze Zeit von uns komplett angegriffen und so und machen einfach nichts dagegen. Ich habe keinen Plan, die deffen einfach nur und sonst ist hier aber nichts. Hier zum Beispiel ein KB von Rolf, da hat er den Grasdackel einfach nochmal ein bisschen was nochmal irgendwie aus seinem AP rausgehauen. Dann haben wir hier noch ein KB von Rolf, da hat er den mit Drachen lernen, Bubble. Grasdackel nochmal rausgehauen. Hier ist das Spiel, die gucken wir uns jetzt nicht an. Hier auch. Von Randale Rolf. Da haut er den auch halt irgendwie nochmal wieder ein bisschen was raus, so ungefähr. Ich verstehe nicht, was mit den Leuten da los ist, so. Scully halt auch hier, der ist ja auf jeden Fall immer noch fresh dabei. Mit wenig. Hier auch nochmal wieder mit wenig. Und hier geht es dann auch schon wieder freudig weiter. Immer wieder mit wenig und einfach mal kurz mal die HB leer gemacht, so. Hier war noch eine Spio, die müssen wir auf jeden Fall nicht angucken. Die Spio gucke ich mir auch nicht an. Dann hier, KB von Randale Rolf. Er läuft ja mit ein paar Leuten hin. Roter Punkt. Insel leer. Gut, die haben uns ja haben uns gesagt, Inselangriffe, nichts gut, wollen wir nicht. Ja gut, ihr wollt es nicht, wir machen es trotzdem, so ungefähr. Denn dann hier geht zum Beispiel weiter, ein kleiner Angriff, zack, Burg leer. Hier dann auch wieder halt, mit 15k gekommen, 42 rausgeballert. Weiß ich nicht, also es kommt mir auch so vor, beziehungsweise hat ihr vorhin auch mit Rolf so ein bisschen mit besprochen, dass halt einfach nur so, dass die, weil die halt so eine große Allianz sind, dass sie einfach sagen, okay, wir lassen einfach unsere ganzen Truppen irgendwo stehen, wird schon alles passen so ungefähr, wir sind ja eine größere Allianz, uns greift schon keiner an. Ja gut, dann habt ihr euch leider mit den Falschen angelegt. Uns ist auch egal, ob die Scheiße brennt oder so. Oh, hier da wieder fleißig wieder die Mauer geräumt. Und hier geht es dann auch schon wieder ein bisschen fleißiger weiter. Scully hat auch, Scully macht echt schöne Angriffe. Also, Rolf macht auch schöne Angriffe und Scully natürlich auch. Ich mache natürlich auch schöne Angriffe. Meine sind immer so ein bisschen halt, penetrant scheiße noch manchmal. Aber es passt halt einfach alles, ne? Hier war noch ein bisschen auf jeden Fall die Mauer geräumt. Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Ne, habe ich nichts übersehen. Auch die Mauer geräumt. Oh, sehr schön. Immer wieder fleißig. Dem wird schon wieder halt einfach die Mauer geräumt, so. Und irgendwie stellen die auch immer wieder was Neues rein. Na gut, gut, hier ist es voll okay. Hier haben sie gut gedefft, glaube ich. Hier wird schon ein bisschen besser wieder gedefft. Aber manchmal muss man sagen, immer, die tun halt gar nichts. Die haben uns ganz zu Anfang mal immer so ein bisschen angegriffen, so. Und dann auf einmal halt nicht mehr so ungefähr. Und dann war auch wieder gut, so. So, der Überraschungsmoment. Wir stellen euch rot, wir greifen euch an. Hihi, haha. Alles gut. Und wo jetzt ein bisschen... Hallo, Handy. Wo jetzt ein bisschen mehr Gegenwehr einfach kommt, kommt halt einfach nichts von denen. Ich habe keinen Plan, was mit denen los ist. Ich muss sogar gucken, ob ich noch in meiner Ding auf jeden Fall, habe ich auch noch ein bisschen was drin. Die habe ich Eroberung Sieg. Randale Rolf, die ist, glaube ich, vor 6 Stunden, weiß ich gar nicht. Ne, da muss ich noch nicht gezeigt haben. Ich habe die Eroberung Sieg, den zeigen wir sie auch kurz nehmen. Hier seht ihr auch mal, ich habe Grastag auf jeden Fall 116k rausgehauen. So, kann man direkt schon löschen. Ich habe geguckt, wie mein Aufnahmelauf nach. Die Aufnahme, ich habe die ganzen KBs nicht mehr. Das wäre wieder so ein geiler Acto-Move auf jeden Fall. Das könnte auf jeden Fall sein. Der Müller auf jeden Fall. Der Müller. Hier mit wenig Truppen einfach nur schön einfach reingeschaller so. Ja, solche Angriffe mache ich auch manchmal gerne. Hier, der Gras. Ich glaube, der Gras, da geht der Wein doch irgendwann. Der muss doch einfach auch keinen Bock mehr haben. So. Der muss doch. Also irgendwann haben die auch echt keine Lust mehr. Silvia G. Halm hat auch. Ist der AP einfach mal leer gemacht worden. Passiert anscheinend wo öfters. Hier auch nochmal ein bisschen leerer. Und hier wurde dann zum Beispiel auch wieder ein bisschen leerer gemacht. So, jetzt gehen wir nochmal kurz auf die KBs von Scully ein. Und dann gucken wir uns auch nochmal ganz kurz an, was es Schönes gibt. Für, was wir denen auch noch geschickt haben. Das möchte ich natürlich auch nicht enthalten. Wir haben uns natürlich auch probiert, mit denen zu kommunizieren. Bezüglich hat Rolf, ist ja Diplo, der hat dann halt die auch noch angeschrieben. Wir haben auch einen Skype-Kontakt irgendwie probiert, mit denen zu klären oder sowas. Bislang noch keine Antwort. Wir haben es jetzt Samstag 17:36 Uhr.
Von daher mal gucken. Vielleicht kommt ja noch was so. Wir gucken uns erstmal die KBs jetzt von Scully auf jeden Fall. Hier ist dann auch schon der erste KB. Den hat er halt abends spät noch gemacht. Wir sehen ja auch die Zeit 2 Uhr 48 und können ja auch gut auf jeden Fall auch sehen, dass er hier definitiv einfach mal 200k einfach mal aus der Burg rausgeballert hat. Das ist schon sehr, sehr nice auf jeden Fall. Beim nächsten KB hier ist er ein bisschen gescheitert, aber das macht gar nichts. Er hat trotzdem noch genügend rausgeballert. Immer noch fast 100k, das ist schon gut. Die KBs gefallen mir auf jeden Fall Scully. Also, das sind schöne KBs. Ich möchte mal ein Lob an Scully auf dem aussprechen. Ich habe den gestern halt, also beziehungsweise heute früh, also Samstag halt, den nehmen wir am Samstag auf, habe ich ihn gefragt, aber Lust hat, ein bisschen mit Krieg zu führen, weil ja die Black Moon, wo ich gesagt habe, wir sollen einen Spieler rausschmeißen, was wir natürlich nicht never ever machen werden. Also da weigern wir uns komplett gegen. Da bin ich auch noch ein bisschen muffelig gegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und er hat aber gesagt, kein Problem, geil, Krieg, aber gut, ich bin dabei. Direkt rübergekommen, losgegangen und direkt los. Das finde ich geil, so ungefähr. Also, wenn ihr gerne mal PvP spielen wollt und gerne mal sagen, boah, wenn es mal wieder irgendeine Allianz gibt, die wirklich mal wieder Stunk macht, sagt mir gerne Bescheid, Ecto, ich bin dabei auf jeden Fall. Da finden wir genügend, da finden wir definitiv genügend. Es gibt so viele komische Allianzen hier auf dem Server, das glaubt ihr gar nicht. Und wir als Fleischhaus natürlich vorne mit dabei. Wir sind, glaube ich, so unter den Top 10 komischen Allianzen auf dem Server. Wenn nicht sogar Top 1, das können wir dann noch ausdiskutieren auf jeden Fall. Aber wir sind auf jeden Fall, komisch. Ja, da hat Scully auf jeden Fall noch wieder ein bisschen was rausgeballert. Ach, ich gucke mir gerne die KWs von dem Jungen an. Ja, auch einen knappen Sieg. Ja. Ich meine, 114, er hat 141 rausgeballert. Wahrscheinlich, weil da noch mehr drin war. Das ist auf jeden Fall, würde ich einfach mal sagen, ein netter Sieg. Der rote Punkt freut sich bestimmt jetzt easy, dass er auf jeden Fall nicht mehr ganz so viele Truppen bei sich in der Burg hat. Ja, nochmal ein knapper Sieg. Hier wurden auch noch ein paar Truppen definitiv mal gelöscht vom roten Punkt. Anscheinend hatte der zu viele, deswegen... Oder die stehen halt einfach in der Burg. Ich meine, lass doch nicht immer deine Off und Def irgendwie in der Burg stehen. Beziehungsweise, gut, Def lass sie halt in der Burg stehen, aber nicht mit der Off dazu. Und wenn du dann noch Scheiße eingestellt hast und denkst, uns greift ja sowieso keiner an... Schwierig. Also ich würde wirklich jedem sagen, wenn ihr offline geht, saved eure Truppen und stellt wirklich sicher ein, damit sowas wie so ein KB oder auch andere KBs, die ihr jetzt noch sehen werdet, einfach nicht passieren kann. Das ist wichtig. Hier auch leider eine Niederlage, aber trotzdem ist mit 24,32 rausgeballert. Finde ich durchaus in Ordnung und da braucht schon fast keine Room-Event mehr machen, weil er kann einfach die BF Black Moon angreifen. Also wenn ihr keinen Bock habt auf Room-Event, greift einfach die BF Black Moon an. Da könnt ihr auch auf jeden Fall Room holen. Und gegebenenfalls auch Ehre. Hier der 1,7 Millionen geholt. Hat leider keine Ehre bekommen, aber hat hier zum Beispiel auch wieder bei der Müller einfach mal 218 auf jeden Fall rausgehauen. Das ist schon erheblich viel auf jeden Fall. Das ist schon eine Menge und das ist so echt ein schöner KB. Als ich den gesehen habe, ich mir so, Alter, ist das geil. Eieieiei. Das hat ihm bestimmt Spaß gemacht. Kann ich mir vorstellen, so den KB gesagt. Also ich bestimmt gedacht, geil. Jetzt kann ich gut schlafen. Definitiv. Ein KB habe ich noch. Und das ist dieser schöne hier. Ja gut, der hat nur 38k rausgehauen. Aber ist auch okay. Ich glaube, er hat das irgendwie mal zusammengerechnet. Und er hat geschrieben, dass er den mit den ganzen KBs hat er so ausgerechnet, dass er den ca. 800k rausgeballert hat. Rolf hat gesagt, dass er den ca. 500k rausgeballert hat, wir vorher auch den noch ein bisschen was rausgehauen im ersten Video. Daher könnte ich so davon ausgehen, dass wir gut 1,5 Millionen Truppen einfach mal gelöscht haben zu dritt. Wow! Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Das ist halt für Leute, die halt wirklich halt Scheiße stellen. Ich meine, wenn du denkst, du bist in einer größeren Allianz, du kannst nicht angegriffen werden, du stellst die Fleischwurst auf Rot und sagst, nein, so geht das nicht, ihr schmeißt den Spieler raus. Dann darfst du dich aber auch nicht wundern, wenn du auch irgendwann angegriffen wirst. So, weil, wir lassen uns das natürlich halt nicht verbieten. Also, wir lassen uns auch nicht erpressen. Wir sagen auch nicht halt, okay, ja, ist jetzt geil, dass wir jetzt irgendeinen Spieler jetzt bei uns rausballern sollen. Also, no way. Also, wo kommen wir denn dann auch bitte hin, wenn wir sagen wollen, okay, da gehen wir jetzt komplett konfus, da gehen wir jetzt komplett mit, so. Gar kein Problem, so. Machen wir. Easy going, so. Nee. Einfach nur nein.
Das geht nicht. Wir können nicht einfach, ich will auch nicht. Ich möchte nicht, dass das mir hier vorgeschrieben wird, in meiner Allianz, in der Allianz, in der ich spiele, welche Spieler bei uns drinne sein dürfen und welche Spieler bei uns nicht drinne sein dürfen. Das hat doch keinem was anzugehen, was hier für Spieler drinne sind und was hier nicht für Spieler drinne sind. Die EU läuft noch circa 8 Stunden, ja, vielleicht 9 Stunden. Genügend Truppen sind... Heuschnupfen, kein Moment mehr eben. Genügend Truppen sind definitiv auch noch da. Ich wollte mir ein bisschen Werkzeug vom Menschen, der gerne den Übersetzer benutzt, auf jeden Fall. Nö, hab keine, warum. Stell zu mir Death Siegen. Sehr gut. Die reden hier gerade ein bisschen. Allianz-Chat. Fragen sich gerne, wer Death stellt. Auf jeden Fall ist hier auch alles so ein bisschen halt von ein bisschen Werkzeug weggeräumt und sonst alles okay. Hier ist auch alles noch ein Werkzeug drauf. Also von daher, ich denke mal, die EO wird definitiv durchgehen und dann kann Sigi sich endlich halt einen neuen AP holen. Ich glaube, ich werde das so machen, dass wenn der AP definitiv da ist, um den halt ein bisschen zu löschen, aufzubauen und Dings und keine Ahnung was, damit ich auf jeden Fall auch ein paar, ein bisschen was an Death auch nach auch halten kann, habe ich mir einfach mal gedacht, dass ich den dann definitiv erstmal, also dass ich erstmal eine Taube gehe für 2 Wochen und dass ich den halt nachher dann halt irgendwie halt in aller Ruhe halt aufbaue. Natürlich, wenn dann nachher die BFF zurückläuft nach dem Fußballspiel, kann ich sagen, ach, ich bin eine Taube. Nein. Ich habe keine Ahnung. Bislang kam noch keine Antwort von denen. Da lassen wir uns auf jeden Fall überraschen. Aber das Video geht noch ein bisschen weiter. Wir machen jetzt, ich mache jetzt nicht nochmal wieder einen Dreiteiler da draußen. Guck mal, die BF haben sich gemeldet. Ich guck mal, was die nächsten Tage so passiert. Und dann schauen wir einfach mal, was so die BF uns gerne noch sagen möchte. Oder vielleicht gibt es noch irgendwelche lustigen KBs. Hier mal kurz einen Timestep. Und ein paar Tage später hören wir uns dann. Vielleicht auch Sonntag, kann auch sein. Oder Samstag, falls ich bis dahin genügend KBs habe. Bis gleich! Was machen Sachen? So, kein kleinen Timestep gehabt. Es ist 0.06 Uhr am Sonntag jetzt auch schon. Das wird auf jeden Fall witzig hier. Wir haben jetzt schon wieder ganz, ganz viele Angriffe. Hier auf jeden Fall auch schon von Randale Rolf. Und es wird schon wieder eine neue BF angegriffen. Ich muss hier mal ganz kurz dafür mal in den Chat springen. Es ist ein bisschen witzig hier gerade. Wir haben nämlich gerade die BF Tigers auf Rot. Nämlich, hier wurde neutral angenommen. Und hier ist jetzt auch schon der Krieg, den auch schon wieder beendet. Das ist aber auch schon wieder alles ein bisschen verworren. Zum Beispiel hier. Du Otto wurde befördert von Tromfi. Neues Mitglied. Randale Rolf hat mich degradiert. Dann wurde ich von Tromfi wieder befördert und dann wurde ich von Randale Rolf wieder degradiert. Es ist natürlich nicht so schlimm, weil ich sowieso gleich nochmal wieder aus der Allianz rausgehe. Weil ich ja auch nochmal, wieso muss ich jetzt eigentlich so viel klicken, Alter, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Okay, er hat, glaube ich, ein paar Punkte gemacht bei den, hier beim Kahnlager auf jeden Fall. Kann ich schon Kahnlager wieder angreifen? Nee, leider noch nicht. Naja, auf jeden Fall ein paar Punkte definitiv gemacht. Das ist schon mal gar nicht mehr so verkehrt. Wo bin ich denn? 70k, also fast 70k gemacht. Okay, so. Mit einem Angriff, not bad auf jeden Fall, not bad. Gut, wo wollte ich jetzt auf jeden Fall noch hin? Auf jeden Fall haben die neutral angenommen. Also beziehungsweise hier war ja nochmal wieder Degradierung, die haben sich ein bisschen Degradierung, links habe ich nochmal geguckt. Hier wurde halt neutral gemacht, haben sie neutral sogar angenommen. Dann wurde wieder von Randale Rolf wieder auf Krieg gestellt. Dann wurde wieder eine Neutralanfrage. Und dann auf jeden Fall haben die hier irgendwann dann halt auch neutral halt, also wurden ein bisschen abgelehnt. Dies, das haben wir, denke ich mal, ein bisschen getreut, haben sie auf jeden Fall dann halt neutral angenommen. Und jetzt wurde halt einfach gesagt, okay, BF Black Moon ist jetzt durch, so ungefähr. Die haben neutral angenommen. Jetzt werden halt die anderen BF-Familien auch noch ein bisschen angegriffen. Jetzt geht es gerade an die BF Tigers. Dazu haben wir auf jeden Fall noch ein paar Cubbies. Oh, ist mein Überfallsieg auf jeden Fall. 888 verloren. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Das ist okay. Hier auf jeden Fall noch ein KB von Randale Rolf. Da sind die jetzt auch gerade auf die BF auf jeden Fall. Tigers ist gerade unterwegs. Dann gibt es hier auf jeden Fall noch ein KB, auch noch von Randale Rolf. Das sind auch gerade auf die BF Tigers. Hier sind auch ganz viele KBs. Ich habe hier erstmal alle, die ich jetzt erstmal gespeichert habe. Die müssen wir jetzt erstmal kurz mal abarbeiten. So, Sigi ist auf den HDV gelaufen von BF Black Moon. Und hat die auch noch wieder 100k rausgeschallert. Fertig. Dann können wir den weglöschen.
Dann haben wir hier nochmal einen von Sigo. Ich kann heute gerade einfach nicht mehr reden. Deutschland hat gespielt, 2:0 gewonnen, finde ich sehr geil. Ab ins Viertelfinale. Randale Rolf hat ja auf jeden Fall noch ein bisschen was rausgeballert. Das ist auch schon mal schön. Hier ist auch wieder einer von Randale Rolf zu MC Load von BF Tigers. Also es geht ja auf jeden Fall auch schon gerade ein bisschen ab. Wir sind auf jeden Fall schon fleißig dabei. Mit Scully natürlich auch. Scully ist auch immer noch fleißig dabei. Ich finde es auf jeden Fall geil, dass er auf jeden Fall mitgemacht hat. Finde ich richtig cool. Und wir lassen uns halt auch das auch nicht halt nehmen. Hier auch halt, ich meine, stellst du deine Truppen nicht weg, Junge. Easy peasy verliert einfach mal seine kompletten Off und Def. Und Sigi knallt da einfach rein. Geiler KB auf jeden Fall. Richtig geiler KB. Das ist halt, ja. Das ist schon nice. So, hier ist auch nochmal vom Rick, der hat auch nochmal ganz viele Truppen verloren. Ich denke mal einfach, die rechnen nicht damit so ungefähr, dass sie halt wirklich von jemandem angegriffen werden. Also beziehungsweise, dass die ganze Bärfamilie angegriffen wird. Ich meine, wir haben wirklich die Stärksten von denen greifen uns an, sagen zu uns, schmeiß den Spieler raus, ansonsten wird das nichts mehr. Wir machen es nicht. Greifen sie an und die verkacken halt mal in vollster Linie so ungefähr. Ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben und warum die nicht zurückgegriffen sind. Entweder ist PvP hier wirklich tot oder es gibt einige Leute, die wollen nicht zurücklaufen und die laufen nicht zurück. Ich weiß nicht, warum die nicht zurückgelaufen sind. Ich habe echt keine Ahnung. Ich hoffe natürlich, dass wir irgendwann mal richtig hart auf die Fresse von denen kriegen. Einfach nur, um zu sagen, okay, jetzt kann ich noch wie das dritte Video machen und sagen, komplette BF-Clan hat uns angegriffen. Einfach nur, weil die einfach auch böse sind. Naja. Hier wurden auch nochmal Tests ein bisschen angegriffen. Übrigens, ja, also bei mir läuft halt nur der Kahn gerade zurück. Ich mache gerade ein paar Kahn-Punkte. Das war ja schon, habe ich ja schon fertig gemacht. Dann auf jeden Fall hier auch nochmal wieder easy peasy. Wurde auch nochmal wieder von Randale Rolf. Auch nochmal wieder mit glorreicher Sieg. Da ging auch nochmal jedenfalls noch was ab. Hier laufen wir gerade noch Angriff. Habe ich den jetzt auch schon gezeigt? Den habe ich auch schon gezeigt. Und den muss ich dann auf jeden Fall auch nochmal wieder zeigen von MC Load. Wo auch nochmal wieder ganz, ganz viel rausgeballert wurde. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr. Naja, ich möchte kurz mal löschen hier. Sehr, sehr nice. So, wir haben es auch gerade 0:11. Das wollte ich davon gleich mal aus Allianz rausspringen. Ja, hier haben wir auf jeden Fall auch noch ein KB. Und da wird es, also, ja. Nicht so massiv viel passiert halt, aber es ist auf jeden Fall immer wieder was passiert. Also, es gibt ja auf jeden Fall noch einige Angriffe bezüglich die BE. Die BF werden auf jeden Fall gerade auch noch von uns gut angegriffen. Ja, das ist halt. Der erste Teil ist halt einfach nur halt. gegen. BF Black Moon. Der zweite Teil, glaube ich, ist, könnte ich auch schon sagen, gegen die komplette BF-Familie so ungefähr. Naja. Gut, ich habe ja auf jeden Fall nachher noch ein paar schöne KBs. Vielleicht werde ich gleich nachher auch noch ein bisschen angreifen. Sigi ist auf jeden Fall gerade auch noch mit dabei. Ich muss mich aber noch ein bisschen darauf konzentrieren, einfach gleich noch die AP-Eroberungen jetzt einfach noch zu machen, weil die zum Beispiel auch noch wichtig ist. Und jetzt hier auch noch rausspringen, wieder reinspringen. Und dann kann ich mich vielleicht nochmal konzentrieren, vielleicht nochmal einen Angriff zu machen. Wenn ich da einen guten Gegner finde oder da vielleicht noch ein bisschen Spaß dran habe, dann werde ich das definitiv auf jeden Fall noch machen. Da ist auf jeden Fall das, was ich haben wollte. Das ist sehr schön, dass das auch mit da ist. Wunderbar. Gut, dann Timestep und Yo, um den zweiten Teil jetzt auch mal zu Ende zu führen. Es gibt noch ein paar schöne KBs. Ich denke mal, diesmal haben wir wirklich den ganzen Clan, also gefühlt den ganzen Clan einfach rot gestellt, so ungefähr, ne? Ich habe noch ein paar KBs auf jeden Fall nochmal gesammelt hier. Übrigens, die EO ist jetzt erfolgreich. Ich habe jetzt den AP, er heißt jetzt Fieser Mäh. Falls irgendjemand gerne mir da ja, irgendwas reinschicken möchte, außer Angriffe natürlich, vielleicht ein paar Rohstoffe, darf er dies gerne tun. Wenn ich natürlich ein bisschen rumbaue oder sowas, kann auch gerne ein Spiel machen, gucken, was da reingehört oder sowas. Nehme ich immer herzlich gerne auf jeden Fall an. Da bin ich recht nice auf jeden Fall. Also das finde ich recht cool. Finde ich auch recht nett, wenn ihr mir das da Rohstoffe schickt. Auch an jeden, der mir auch schon Rohstoffe geschickt hat. Ein herzliches Dankeschön und ein Herzchen. Wenn ich jetzt ein Herzchen einblende, glaube ich, dann naja. Okay, da wurde auf jeden Fall auch schon leer gemacht von Sigi. Hier wurde auf jeden Fall auch nochmal halt jemand leer gemacht. Bezüglich halt die BF Tigers wurden jetzt auch noch mit angegriffen. Weil einfach, ja, also. Wollen wir kurz nochmal nachgucken. Übrigens, ich wurde jetzt wieder das König ernannt. In die Jans rein. Ich wurde übrigens hier schön rausgeworfen von Adula Zech. Die haben mich aber auch gefragt, ob ich rauswerfen kann. Von daher alles okay und so. Dann haben wir hier auf jeden Fall wieder halt, ja, ein bisschen Krieg halt. Hier wurde noch ein bisschen Krieg erklärt. Und ja, wir sind jetzt gerade auf die BF Tigers auf jeden Fall auch gerade noch mitgelaufen. Da die jetzt halt auch ein bisschen halt mit uns, ja, im Clinch sind. So. Yay. So, hier war, wo der George 6 auf jeden Fall nochmal angegriffen.
Dann gibt es hier auch noch einen vom Prom, der wurde auch nochmal angegriffen von den Tigers. Die lassen halt alle ihre Truppen stehen. Kein Plan, warum sie das machen, so ungefähr. Warum lasst sie alle eure Truppen stehen? Ich meine, es ist 0.41 Uhr. Von Samstag auf Sonntag. Gut, es ist Sonntag. Und ihr lasst eure Truppen stehen. Selber schuld, so ungefähr. Wenn du deine Truppen selber stehen lässt, dann ist das schon ein bisschen schwierig. Okay, was kann ich auf jeden Fall abschließend jetzt mal dazu sagen? Wir lassen uns auf jeden Fall da nicht unterkriegen, wenn irgendjemand sagt, müsst ihr den Spieler rausschmeißen. Machen wir es nicht, dann kämpfen wir auch. Ja. Dann kämpfen wir auf jeden Fall. War auf jeden Fall ein lustiges Kampf. Ich fand auf jeden Fall den Samstag früh, also bezüglich vor 24 Stunden, das war auf jeden Fall auch schon lustig, auch schon mit Rolf da, die da wirklich halt alles wegzuräumen und sowas. Das hat schon Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich sag immer noch häufiger auf jeden Fall. Ich muss das auf jeden Fall mal, ja, scheiße, lernen das weniger zu sagen. Also gut, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war auch mir eine Freude, da auch mal wieder so ein bisschen Krieg zu führen und sowas. Das war auf jeden Fall witzig. Das war schon cool. Dann laufe ich hier auf jeden Fall gerade noch ein paar Kackangriffe, so ungefähr. Hier laufe ich halt einfach nur auf den AP hier, den ich hier spioniert habe. Kann man die Spielhühner irgendwie sehen? Ja, da ist halt da ein bisschen rein. Hier laufe ich ein bisschen mit Innenhof rein. Hier auf die Seite halt einfach nur mit ein paar Mann, dass ich halt die Spare-Mites im Innenhof habe. Da werde ich, denke ich mal, auch noch ein bisschen was rausräumen. Kriege auch noch ein bisschen Ehre dabei. Das ist dann auch schon mal gar nicht mal so verkehrt, die mir wieder irgendjemand alles schibitzen kann oder sowas. Aber ist auch nicht so schlimm. Ich meine, Ehre kommt, Ehre geht, Homies bleiben bestehen, yo. Genauso soll es sein. Wenn wirklich jemand sagt, okay, ihr sollt den und den Spieler zum Beispiel aus der Allianz schmeißen, werden wir das natürlich nicht tun. Wenn da natürlich jemand kommt und sagt, der hat mich beleidigt und er legt zum Beispiel ein KB hin und sagt, da ist eine richtige Beleidigung, so ungefähr. Dann würde ich sagen, ja, okay, gut, das war's. Ende. Ansonsten bei anderen Sachen würde ich das einfach nicht sagen, weil es halt, ja, also jetzt nur wegen Inselangriff. Es war ja einfach nur ein fucking Inselangriff, so ungefähr. Oh, der hat Wotan nochmal angegriffen. Wotan ist auf jeden Fall auch noch am Start. Oder hat Alligator angegriffen. Dann hat er hier nochmal prompt angegriffen von den B-Tigers auf jeden Fall. Also vom BF-Tiger auf jeden Fall nochmal einen angegriffen. Und den, ja, auch vom BF-Tiger. Ja, da hat er auch ein bisschen was Spaß auf jeden Fall mitgehabt. Da war doch auf jeden Fall Spaß auch ein bisschen mit dabei. Also, wie gesagt, wir lassen uns nicht unterkriegen, wenn irgendjemand sagt, du sollst den und den rausschmeißen, weil der mich auf den Insel angegriffen hat, kann er das definitiv knicken. Und BF Black Moon waren jetzt schon eine größere Allianz und wir haben trotzdem gesagt, wir kämpfen dagegen an. Wahrscheinlich haben sie nicht damit gerechnet, dass wir das tun und haben deswegen halt auch, ja, gewonnen. Oder ich habe keine Ahnung. So, ich habe auf jeden Fall, hier habe ich auch nochmal gewonnen. Ach ja, auch ein bisschen Ehre mitgemacht. Das ist auch schon mal recht gut so. Ein bisschen little bit mitgemacht, so. Da kann ich auf jeden Fall schon mal gleich meine Truppen safen, alles schön fleißig. Und kann dann auch schlafen gehen, weil es auch schon 1.15 Uhr ist. Und dann kann ich mich gleich freuen über schön schlafen. So, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche einen schönen Tag. Könnt gerne das Video bewerten, wenn ihr wollt, positiv, negativ, auch einen netten Kommentar schreiben oder sowas. Oder gerne andere Ziele schreiben oder so, dass ihr sagt, hey, mach doch mal mit denen Krieg. Wir wissen natürlich, es gibt Allianzen, zum Beispiel, ich glaube, Top 20, Top 50 oder sowas. Da sollten wir definitiv nicht mit Krieg machen, gerade in unserer Stärke, die wir natürlich sind. Aber es gibt natürlich Allianzen, die natürlich vielleicht ein bisschen stärker sind oder sowas, wo wir durchaus auch mal sagen können, okay, da können wir vielleicht durchaus auch mal hinlaufen. Und falls ihr gerne mit ein bisschen PvP spielen wollt und sagt, geil, auf so Nachtaktionen, habe ich auch richtig Bock, so einfach mal ein bisschen mitzuspielen. Zum Beispiel, der Scully hat es gemacht, vielen herzlichen Dank an Scully. Dann tut das einfach, schreibt mir mal und sagt, hey Ecto, wann kommt der nächste Lauf so ungefähr? Ich würde auf jeden Fall gerne mal mitlaufen. Wann geht's wieder auf die BF Black Moon so ungefähr? Und wenn sie das Video sehen, wird es so scheiße rutschen. Aber es könnte mir uns auch passieren, von daher, naja. Shit happens, gut. Vielen herzlichen Dank euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, sagt ihr der Ecto Wolle und auf Wiedersehen.